Willkommen zurück zu Kirby 64 Crystal Shards. Es geht weiter mit dem zweiten Level von Shiver Star, oder wie das Ding hier heißt. Jo. Wir haben immer noch die Ninja-Stern-Fähigkeit. Ich hab's irgendwie nicht abgelegt. Nee, ganze Level damit gespielt. Ich hab mich schon den Boss damit gecheased, aber ja. Irgendwas auf der anderen Seite des Staates. Ein Stern! Das hat sich gelohnt. Wow! Danke, dass du meine Zeit verschwendest. Der hat ein bisschen wie so einen roten Stern oder so dahin. Ist hier irgendwas mit dieser Wolke? Nee, ist nur Deko. Na gut, dann springen wir mal hier rein. Kirby away! Da hätte man auch einfach den üblichen Warps dahin stellen können, dann bringt uns Warps da irgendwo hin. Man hätte auch genauso gut da oben anfangen können. Oder das. Den einen Stern zu verpassen, wäre jetzt, glaube ich, nicht der Weltuntergang gewesen. Generell gibt es in diesem Spiel diese üblichen Warp-Start-Transitions gar nicht. Nee, die haben sie hier irgendwie. Vielleicht haben sie sich gedacht, die funktionieren nicht so gut im 3D. Ich warte jetzt schon auf den Kristall, der in so einem Loch versteckt sein wird, wofür wir da reinspringen müssen. Ja. Ich hoffe mal, dass es da ein sichtbarer ist. Gestorben. Ich warte auf die Wolkenplattform, die nach unten fallen, sobald du draufstehst, weil das richtig Sinn macht. Naja, wir stehen generell auf Wolken. Wir haben nach oben und unten bewegliche Plattformwolken. Das macht alles sehr viel Sinn. Ja. Außerdem lila Aerodactyls. Die machen am wenigsten Sinn. Ja. Ja, doch sowieso. Geht sterben, ihr Mistviecher. Zurück in euren Pokéball. Bis jetzt sehe ich noch nichts wirklich Interessantes. Da kannst du, glaube ich, runterfahren. Fragezeichen. Links. Die Plattform sieht irgendwie so aus, als wäre die existent. Ah ja, tatsächlich. Da ist ein Kristall. Da hätte man zum Beispiel das Loch gekonnt. Gut, dass ich nochmal nachgefragt habe, ob ich doch drauf landen kann. Sonst wären wir da nochmal durchgelaufen. Ja. Ist das der Auftriebwind scheinbar? Ja. Und gibt's Essen. Schwerer zu kriegen, als man glaubt. Ja. Darf es nur nicht aufpusten, dann fliegt man sofort in den Augen. Ninja! Kirby, los, ist da einer. Ich würde eine andere Fähigkeit nehmen, aber hier gibt es nur Cutter. Ich will keinen Cutter und ich will auch keinen Cutter. Na, vor allem kein Cutter. Ich will irgendwas halbwegs Sinnvolles, wenn ich schon was anderes nehme. Jetzt tu mich erstmal in Ruhe, ich will erstmal gucken, was hier vorne noch ist. Kristalle, aber nicht die, die wir suchen. Ja. Können wir die hier nicht einfach einstecken und zusammenbasteln? Ja, die sehen irgendwie viel größer aus als die, die wir sonst einstecken. Ja. Das sind ja keine Schaden. Klingt schon fast sinnvoll, die hier einfach mitzunehmen. Ja. Irgendwo wird hier bestimmt ein Kristall versteckt sein. Schauen wir mal in allen Richtungen nach. Ja, es kann sich nur um Jahre handeln, in jede Richtung einmal auszuprobieren. Ja. Die Gegner dürfen mal leben. Ausnahmsweise mal. Da war er. Da war er. Okay, dann lass ich die anderen geht's Richtung jetzt in Ruhe. Auch nach oben. Ja. Da wir volle HP haben, brauchst du ja nicht in das Sandwich noch reinzufliegen. Im besten Außer mein Leben. Irgendwo noch ein Up gefunden. Aber ja. Wir haben uns so per Stern ein Up gekriegt. Ja. Nix auf dieser Seite. Immer diese Ups. Ups. Halt, da war eine Bombenfähigkeit. Die könnte man theoretisch vielleicht dann irgendwas kombinieren, was hier sonst noch so rumläuft. Wie zum Beispiel eine andere Bombenfähigkeit. Dann hätten wir die Doppelbombenfähigkeit. Hatten wir die jemals schon mal? Keine Ahnung. Ich glaube nicht, oder? Kann ich dir nicht sagen. Schau, ob der Kollege hier schon wieder respawnt ist. Ja. Die respawnen ja so schnell, die Gegner hier. Ich würde sagen, die hast du jetzt mit deinem Dings ins ausgeköpft mit deinem Kopf, aber. Jetzt haben wir die Homing-Missile-Fähigkeit. Das klingt nützlich. Grundsätzlich auch eine von den Fähigkeiten, die etwas nervig ist, weil sie dich nicht sehr mobil macht. Aber Homing-Missiles sind tatsächlich ziemlich cool. Homing-Missile. Bum, 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 bum. Ballern einfach alles weg, was uns in den Weg kommt. Ich bin überrascht, wenn jemand das Spiel kennt, aus dem ich versucht habe, das Homing Missile nachzumachen. Ich kann es nicht, also. Ja. Das ist ein Spiel, von dem ich bis jetzt noch nie eine zweite Kopie gesehen habe, dass irgendwer das mal gespielt hat von Nintendo 60. Cool. Racing Game. Ah ja. Ja. Sagt mir immer noch nichts. Musst du auch nicht kennen. Mir fällt auch gerade der Name von dem Spiel nicht ein, von daher. Ich dachte, vielleicht verrätst du uns das gleiche Mal, wovon du eigentlich redest. Wenn du es selber nicht weißt, ist natürlich unpraktisch. Ja. Oh mein Gott, wieder ein einzelner Stern! Diese Belohnungen sind hervorragend. Es wird immer besser. Irgendwo muss doch mal der dritte Kristall jetzt kommen. Na. Kann ich wieder runterspringen? Ja.
Cool. Scheinbar. Nützlich. Das Gebiet hier sieht aus, als hätte es einen dritten Kristall für mich parat. Ja, irgendwie schon. So, jetzt haben wir uns wieder komplett vertan, wir haben schon alle drei. Das hier sind zum Beispiel gute Stellen, um Kristall und drin zu verstecken oder böse Gegner, die mich fressen. Ja. Müsste ich sterben. Was ist mit der Plattform da vorne? Bin ich vielleicht kaputt? Ist auf jeden Fall nicht so versteckt. Ja. Ja, ne? Oh, da bist du gut durchgesprungen. Das hat irgendwie funktioniert. Na, das, das war total gewollt übrigens. Oh, naja, hab ich. Ich dachte, ich sag's mal. Leider ist in dem Moment, in dem ich losgesprungen bin, registriert, was du mir gerade versucht hast zu sagen. Warning! Warning! Gegnerwarnung. Ja. Ist immer noch nichts Kristallähnliches. Oh, nichts Kristallähnliches. Ich hab so das gesehen. Ich hab so die schlimme Befürchtung, wir sind dran vorbeigelatscht. Oder? Ah, okay. Da, da ist er. Ja. Man bräuchte Spike und Elektro. Elektro. Tja, das haben wir leider gerade. God in der Kombination. Damn it! Da kannst du die Eis holen. Gott, versuche Eis und Eis zu kombinieren, aber es funktioniert sehr schlecht. So, jetzt bin ich eine Lawine. Und jetzt, Lawine. Jetzt tut mir keiner mehr was. Ich bin die Lawine. Geht alle sterben. Ich bin eine große Hitbox. Ihr könnt mir alle nichts tun. Wo ist der blöde Boss? Wenn der Boss jetzt nochmal in deine Hitbox reinlaufen würde. Ja, das wäre noch geil. Ich komm rüber zu dir, Boss. Boss, wenn du nicht zu mir kommen willst, dann komme ich zu dir. Ja, und da ist dann der dritte und letzte Kristall, den wir leider nicht holen können. Ja. Naja, dann haben wir zumindest schon mal registriert, was wir dafür brauchen. Ja. Da ist die Gegnerkarte. Vielleicht kriegen wir mal wieder eine. Naja, sieht nicht gut aus. QQ. QQ. Ja, nicht geschafft. Ja, dann wünsche ich dir jetzt einen frohen Tod mit einem HP und der Lawinenfähigkeit. Ja. Schau doch mal, was wir jetzt auf Shiverstar 3 so schönes veranstalten. Erstmal rennen wir nach links. Um nichts zu finden. Nicht mal einen Stern. Ja. Jetzt werden sie aber richtig fies. Mach doch einfach Lawine an. Lawinen Kirby away. Oh, dabei kann man nicht mehr springen. Nee, leider nicht. Aber du nimmst dafür jeden Gegner, der unterwegs ist, mit in deiner Lawine mit. Ist kein Banjo-Tooie. Ich glaube, da links war irgendwas, oder? Wo links? Auf der Zwischenebene, zwischen den beiden Laufbändern. Da links. Was ist das? Kuchen. Cake! Ein HP ist gerade eigentlich eine gute Belohnung. Ja. Würde ich mich jetzt nicht unbedingt drüber beschweren. Hallo Cutter. Tschüss Cutter. Ich find's auch schön, wie alle Gegner nachher aus der Lawine wieder raus. Komm an. Schauen wir mal, was auf der Zwischenebene da rechts ist. Bombe und hinter dem Bombengegner noch irgendwas Sinnvolles ist. Ja, das ist immer das Interessanteste. Nope. Nein, einfach nur eine Bombe. Bombe. Mehr Bombe. Cutter. Ja, auch hier würde ich direkt mal auf die Zwischenebene gucken. Bevor wir jetzt da hochgehen. Da haben wir nämlich ein Nichts. Absolutely nothing. Nicht mal einen Gegner versteckt. Das wird immer weniger. Ja. Von einem HP zu einem Gegner zu nichts. Wahrscheinlich haben sie sich gedacht, jetzt weiß man ja schon, dass da Geheimnisse sein können. Jetzt müssen wir da nichts mehr verstecken. Da oben ist, glaube ich, Freistoff. Ja. Yay, Meat. Meat. Noch ein HP für Kirby. Wenn es einen wenigstens mehr als einen heilen würde. Oh nein. Das wäre noch schön. Blank. Merke, der ist stark genug, um die Lawine zu zerstören. Ja. Und da ist jetzt auch der Kristall. Irgendwo muss der ja sein. Irgendwo muss der ja sein. Kristall eingesackt. God owns. Bin mir nicht ganz sicher, was bei denen mit der Lawinen-Interaktion passiert, aber der davon überrollt die auf jeden Fall. Ich glaube, die Goldes holen nicht nur aus der Lawine raus, aber machen keinen Schaden. So. Go! Yay. Schön, dass sie hier Schiebetüren haben. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Ach, guck mal, grüne Fläche. Endlich mal was anderes. Und spuckende Gegner. Ich glaube, der kommt erst wieder raus, wenn du zu ihm hingehst. Oder kommt gar nicht wieder raus, wenn du in seiner Nähe bist. Da haben wir die Igelfähigkeit, glaube ich, im Boden. Ich meine, das Ding ist Igel. Ne, ist Cutter. Na gut, ist Cutter. Macht doch eigentlich Sinn bei einer Säge. Ausnahmsweise ja, aber mal. Wir haben auch eine Axt, die dir Stein gibt. Also. Ich gehe nicht mehr mit Logik daran.
Ja, ja. Braucht man, glaube ich, noch nicht. Die kannst du übrigens nicht besiegen. Nur so als faire Warnung. Ich sehe nichts. Aber die da sind Igel. Unter dir ist ein Gegner, aber unter dir ist auch Eis. Hilfe! Ich glaube, du vermutest gerade noch, was passiert, oder? Nee, ich habe damit in etwa gerechnet. Ich habe eigentlich darauf warten wollen, dass der Gegner halt da rauskommt, damit ich dann auf dem Eis landen kann. Aber das hat ja nicht so gut funktioniert. Hier könnten wir theoretisch. Durchwerfen? Nee, du hast das Fähigkeit schon kaputt gemacht. Oh. Weil du gegen die Decke gelaufen bist mit der Fähigkeit in der Hand. Beziehungsweise weil du schon an der Decke standest. Oh nein, du hast den Gegner mit einem anderen Gegner bombardiert, indem du den Faden des Gegners kaputt gemacht hast. Ja, und der dann explodiert am Boden scheinbar. Ja. Interessant. Weil diese Dinger da Bomben sind. Weil man sie jetzt auch noch einsaugen könnte, ne? Das wäre noch was wert. Da muss eine auffällige grüne Plattform, wo man die cuttern kann. Wie hier? Nee, ist einfach nur eine Plattform für diese komische Augenplattform, schon gut. Meets! Kann man gebrauchen. Damit wir nicht gegod-owned werden. Ja. Zumindest eine Chance haben zu überleben, wenn wir gegod-owned werden sollten. Na, fahren wir wieder ein weiteres Stockwerk hoch. Ich sehe immer noch keine weiteren Kristalle irgendwo rumliegen. Oh, Bombe. Leider ist die Bombenfähigkeit alleine ziemlich schlecht in diesem Spiel. Und Boss-Time mit einem HP. Muss gedrückt lassen, genau, dann wirft er weiter. Ah! Das ist eine gefährliche Position für den Boss. Ja, sehr gut. Und der Boss gibt sogar mal wieder einen Kristall. Das war nett von ihm da zu spawnen. Ein guter Schad. Gut, der Letzte hat technisch gesehen auch einen gegeben, aber dann war die in einem Loch drin, Adeline, wo ich drin kam. Adeline, tu was für uns. Melone. Orange. Zitrone. Melone, Orange, Zitrone. Kann man sich das merken? Ich hoffe mal. Melone, Orange, Zitrone. Ja. Ah, die Farben. Okay. Melone ist grün. Melone ist grün. Es gibt keine Honigmelone. Melone ist immer grün. Okay. So, Orange. Ist übrigens lila. So, und Zitrone ist pink. Perfekt. Hervorragend. Das ist kein Rätsel für Farben, Linde. Das war noch Nummer 3. Ja, damit haben wir sogar alle gesammelt. Jetzt müssen wir nur noch dieses Level durchkommen. Das sollte ja nicht so schwierig sein. Selbst wenn du stirbst, haben wir noch einige Leben in petto. Ja. Aber vielleicht schaffst du es ja auch so durchzukommen. Nur diese Pflanzen hier sind manchmal ein bisschen gemein. Vor allem in Kombination mit diesen blöden Speerwerfern, dessen Speere beim Boden stecken bleiben und sogar noch eine Hitbox haben, während sie da stecken. Nom! Friss. Nom! Friss. Nom! Friss. Gut, dass ich den gesehen habe hinter dem Balken. Das ist hier noch Gegner-Fragezeichen? Ich sehe hier nichts. Oh Gott! Damit habe ich irgendwie gerechnet, nur das hat deutlich länger gedauert, als ich gedacht hätte. Die Stage-Deko will ich erschlagen. Ja. Wie heißt du bitte? Dankeschön. Dankeschön. Liebes Wandregal. Okay. Fall. Ja, Kippel, Dankeschön. Kippel, Kippel. Und da haben wir die Steinfähigkeit. Darum ist immer noch nicht zu Ende. Nee, leider nicht. Es geht unter Wasser weiter mit Fröschen. Vielleicht haben sie unter Wasser ein paar Lollis versteckt oder so. Das wäre ganz nett. Unter Wasser haben sie Krabben versteckt? Und natürlich Löcher für die blöden Frösche. Ich sehe momentan leider kein Futter oder so. Das wäre sehr nützlich, wenn sie uns irgendwo Futter geben würden. Ja. Schon... Und weniger Froggies! Froggy! Zum Glück hast du keine Angel und musst die da rausholen. Zum Glück muss ich ihn nicht angeln, ja. Das würde deutlich länger dauern. Säge. Da ist irgendwas an der Decke. Ich glaube, das ist ein Sandwich, oder? Sieht aus wie was Essbares. Ja, das ist was Essbares. Oh, hurra. Dankeschön, Spiel. Das da. Muss gerade sagen, das sieht aus wie eine Falle. It's a trap! Okay, 2 HP. Kombination mit Cutter. Und mein Ninja-Stern. Muss gerade sagen, da ist ein Ninja wieder. Da ist wieder eine Falle. Bam! Hurra, sehr schön. Mehr Heilung. Sehr, sehr schön. Warten sogar. Wir, bis der ein bisschen weiter weg ist. Dann ninjern wir ihn. Jetzt müssen wir doch langsam sicher mal ein Ende erreicht haben. Wattenraum. Jetzt haben wir hier noch. Bildschirme. Autsch. Bonk. Natürlich sind da auch Gegner. Da oben ist aber noch ein Kuchenstück, zu dem wir einfach hinfliegen können. Ob man noch irgendwas auf die Bildschirme draufkriegen kann. Ich bezweifle das mal stark. Na, guck mal, ein Elektro-Gegner. Irgendwie kriegt man die Elektrofähigkeit ziemlich selten, habe ich so das Gefühl. Eigentlich schon. Kommt ganz aufs Level an. Manchmal hat man so ein bisschen häufiger. Dann hat man so eine ganze Weile Ewigkeiten nicht. Und runterher. Wie frage ich mich die ganze Zeit, warum man
die Stangen benutzen sollte, sei denn man will schnell durch den Raum kommen. Ich glaube, einfach drüber und runter zu fliegen ist irgendwie deutlich einfacher. Geht ja noch immer weiter. Wir haben schon längst alle drei Shards zusammengesammelt und das Level hört einfach nicht auf. Ja. Okay, also hier gibt es Wände, die dir Deckung geben, nur so in der Theorie, falls man sie brauchen sollte. Ja. Vorne gibt es auf jeden Fall Ice Cream! Kann man immer gebrauchen. Ja. Und Sandwiches auf dem Weg. Vielleicht hört dieses Level ja auch irgendwann mal wieder auf. Quatsch! das erste Level, was du gespielt hast, war so relativ kurz und das hier geht jetzt seit gefühlter Viertelstunde. So ziemlich die gesamte Folge ist dieses Level. Kein Cake Kuchen für uns. Haben, aber das muss jetzt doch das Ende sein. Das ist doch das Ende. Na guck mal, da ist mal eine halbwegs einfach zu kriegende Gegnerkarte, wenn wir einen richtigen Winkel kriegen. Das ist einfach nur volle Power machen. Yes! Yay! Eine neue Gegnerkarte für uns. Juhu. Unglaublich. Ich hab mal was. Ich hab alle drei Dinger bekommen und die Gegnerkarte. Das hat sich mal gelohnt, das Level. Perfektes Level, unglaublich, aber wahr. Ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir diese Maschinenzone hier antreten werden. Sieht zumindest sehr maschinell aus. Ja, irgendwie schon. Bis zum nächsten Mal. See ya! Aloha!